Königin Camilla unterläuft ein beim Baumschmücken. Schon seit einigen Jahren öffnet Königin Camilla, 75, in der Vorweihnachtszeit die Tore von Clarens Haus für schwerkranke Kinder. Die kleinen Gäste dürfen zu diesem Anlass der Royal nicht nur einmal kurz Hallo sagen. Sie bleiben sogar zum Lunch und haben im Anschluss die ehrenvolle Aufgabe, den frisch gelieferten Tannenbaum des Monarchenpaares zu schmücken. Dabei unterstützen traditionell nicht nur der Weihnachtsmann, seine Gehilfin und sogar ein Rentier. Camilla hat in diesem Jahr einen Royal Guard einbestellt, der den jungen Deko-Helfer, innen seine bestaunenswerte Schmückkunst demonstriert. Allerdings geht dabei nicht alles glatt. Welcher Fauxpas dem Leibwächter fast seine Show verhagelt, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle: Instagram.com